Aber bevor es losgeht, gibt's erstmal Kaffee, Kuchen und ein paar Einsatzstories, damit ihr nachvollziehen könnt, was die letzten Tage so passiert ist. Wo fange ich an? Das Leben ist hart, ne, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du zwischen zwei Leitstellen mit deiner Wache sitzt, dann ist sie noch umso härter. Und eine davon war Boris. So war es zumindest diesen Sonntag. Denn zwei Leitstellen haben so im Wechsel immer um unseren RTW gebuhlt. Wie so zwei Hunde, die um Knochen streiten. Cooler Vergleich. Oder auch nicht. Sodass wir quasi immer in die Landrettung gehen mussten und auch in die Stadtrettung. Dass dann auch noch richtige Notfälle sind, hätte ich ja gar nicht gedacht. Zumindest nach meiner Interpretation. Das erste, was ich erlebt habe, war auf einer Geburtstagsfeier irgendwo in so einem Hotel. Dem Herrn ging es wirklich nicht gut. Er hat wirklich seit 3 Stunden gekotzt und jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, ja, Alkohol, dachte ich auch. Er hat tatsächlich wahrscheinlich einen Herzinfarkt gehabt. Ohne diese typischen Symptome, Brustschmerz, Luftnot und sowas, einfach nur gekotzt. Und ein bisschen Schwindel. Das war's.